Freunde, was geht? Neue Eventwoche in GTA Online. Ich nehme das Video hier Mittwoch nachts auf zu sehr später Stunde, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen müde aussehe und die Beleuchtung nicht so geil ist. Wir schauen uns das Ganze, was die Eventwoche betrifft, gleich an, aber gehen davor natürlich erst zu den Grüßen. Und dabei natürlich zuerst zu den beiden Ehrenbrüdern Oxum und Köpenick, die Kanalmitglieder auf der höchsten Stufe sind. Vielen, vielen Dank euch beiden. Kuss geht raus, wirklich. Außerdem gehen natürlich noch Grüße an Funny Emoji, Pablo und Lukululu. Männer, auch an euch. Grüße gehen raus. Natürlich auch noch Kuss an alle anderen, die kommentiert haben, Freunde. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, gehen rein in die Eventwoche, die euch heute mal wieder endlich präsentiert wird von Easy Stretcher Shop. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es. Link in der Beschreibung, Kuss. Und jetzt, Freunde, neu erhältlich die Fresche Kayo Island Stick Wintermütze. Perfekt für die kalte Jahreszeit und auch perfekt natürlich als Weihnachtsgeschenk. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Also schaut sehr gerne vorbei auf easystretcher.shop. Link dazu natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Geldboni. Denn wir haben diese Woche fünffach Geld. Zwar leider nur auf die Taxi-Jobs, aber dennoch fünffach Geld auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann haben wir außerdem noch dreifach Geld auf Simeons Seite. Exportanfragen. Also wenn euch Simeon eine Nachricht schickt, welche Autos er gerne haben wollen würde. Darauf gibt es Triple Money, auch sehr cool. Und außerdem auch noch auf die VIP-Arbeit und die Challenges. Dann noch auf den Kill-Quota-Modus. Und natürlich ganz wichtig, meiner Meinung nach, das Highlight diese Woche, Double Money auf die Import-Export-Verkaufsmission. Das heißt, auf den Fahrzeughandel Double Money und das ist schon richtig geil. Zum Fahrzeughandel passend natürlich hier oben in der Infobox der passende aktuelle Money Guide. Sehr geiles Business. Schaut es euch auf jeden Fall an und nutzt es diese Woche. Und wie immer natürlich auch die Community-Jobs abchecken. Da ist auch oft irgendwas mit Double oder Triple Money dabei. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Dann kommen wir jetzt zu den neuen Inhalten, Freunde, denn wir haben wieder die Community Challenges. Und zwar einmal geht es um die Sprunk und E-Cola Challenge. Das heißt, wir als Community sollten insgesamt bis zum 29. November 100 Millionen Dosen von Sprunk Energy oder E-Cola trinken. Und dann kommen ein paar coole Sachen raus, wie zum Beispiel eine Folierung für den Raichu. Und außerdem gibt es auch noch die Simeon Employee of the Month Challenge. Das heißt, wenn wir alle zusammen 15 Milliarden Dollar durch die Simeon Exporte machen bis zum 15. November, dann gibt es auch dafür eine besondere Special Folierung für ein neues Fahrzeug, was gegen Ende des Jahres noch erscheinen soll. Also ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, immer schön viel trinken und auf jeden Fall immer die Simeon-Exporte machen. Aber natürlich schauen wir uns auch noch an, was bei Luxury-Autos geht. Nämlich einmal steht da der Grotti Italy GTO Stinger TT und der True Fate Adder. Bei Simeon stehen einmal der Bravado Banshee, der Grotti Cheetah, der Ocelot Locust, der Pegassi Infernos und der Fisser Neo. Das Zeitrennen diese Woche ist das Pillbox Hill Zeitrennen, das HSW Zeitrennen ist das Terminal Rennen und die RC Medido und Junk Zeitrennen ändern sich ja immer täglich. Deswegen schaut auch da immer gerne auf der Map, wo es die Dinge gibt und macht die. Dann kommen wir natürlich noch zu den Immobilienrabatten, Freunde. Es gibt 50% auf alle CEO-Büros Rabatt. Richtig geil auf jeden Fall. Nutzt es auf jeden Fall aus. Und auch noch ganz wichtig, passend zum Geldbonus vom Fahrzeughandel gibt es auch 50% Rabatt auf alle Fahrzeuglagerhäuser. Richtig stark. Ist auch schon eine Weile her, dass es da mal was gab. Deswegen nutzt das aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Fahrzeugrabatten. Da gibt es nämlich 50% auf den Grotti Cheetah, auf den Pegassi Infernus und 40% auf den Grotti Italy GTO Stinger TT, den Obey 9F Cabrio, den Ocelot Locust, den Fister 811, den Prong GP1 und den Fisser Neo und zu guter Letzt noch 25% auf den neuen legendären Jet, den F160 Raichu. Er ist gar nicht mehr so mega neu, er ist auch gar nicht so mega legendär. Ich finde ihn aber auf jeden Fall sehr, sehr geil, deswegen macht es auf jeden Fall, beziehungsweise nutzt den Rabatt. Außerdem gibt es noch als zusätzlichen Rabatt auf die HSW-Upgrades, beziehungsweise den Umbau auf ein HSW-Fahrzeug, 50% Rabatt, auch sehr besonders, auch nutzen. Gilt natürlich aber auch nur für die Next-Gen-Konsolen. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch schnell zum Podiumsfahrzeug vorne. Da steht nämlich der Ocelot Penetrator diese Woche. Der wird euch normalerweise fast 900.000 Dollar kosten. Also versucht auf jeden Fall euer Glück. Und zu guter Letzt natürlich noch das LS-Kami-Preisfahrzeug. Dort steht der Dubashi Rapid GT Classic. Wird euch normalerweise ebenfalls fast 900.000 Dollar kosten. Um den zu bekommen, müsst ihr einfach nur 2 Tage in Folge innerhalb der Top 6 gelangen in einem LS-Kami-Rennen. Das kriegt, glaube ich, jeder hin. Also falls ihr den wollt, holt euch den. Und natürlich noch die Testfahrzeuge im LS-Kami sind der 9F Cabrio, der Pfister 811 und der Broken GP1. Und dann, Freunde, würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Eventwoche. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schnellstmöglich ins Bett begeben, weil ich echt müde bin. Ich würde sagen, die Woche ist eigentlich ganz geil. So, das Highlight ist natürlich der Fahrzeughandel mit dem Geldbonus, aber auch mit dem Rabatt. Aber der Rest ist eigentlich auch gar nicht verkehrt. Deswegen, es ist auf jeden Fall eine in Ordnung Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, wie immer, dass ich nichts Relevantes vergessen habe, was die Eventwoche betrifft. Falls doch, lasst es mich gerne wissen, Freunde. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut natürlich auch gerne auf Twitch und Instagram vorbei. Lasst überall ein Follow da. Schaut gerne, wie gesagt, bei meinem Shop vorbei. Und dann würde ich sagen, allgemein gerne die Videobeschreibung auschecken, da sind alle wichtigen Links zu finden. Und dann genießt die restliche Woche, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut. Ciao, ciao.